den ersten Teil zu lesen, den dritten kann ich noch nicht, der muss bis 12. warten. Und der erste ist eine gute Einführung in das Wesen oder den Charakter des Josef Bloch. Da geht es im Wesentlichen eigentlich um etwas, was uns alle mehr oder weniger betrifft, um das Altern. Und wir kennen ja alle mehr oder weniger das Phänomen, dass immer nur die anderen älter werden, während man selbst glaubt, immer der gleiche zu sein oder wie im Falle von Josef Bloch mit ewiger Jugend gesegnet zu sein. Das ändert sich für den ziemlich schlagartig, als innerhalb eines Jahres zwei seiner besten Freunde sterben. Boris und Golo. Boris ist ein sehr guter Freund von ihm aus der Verwandtschaft und der Golo ist ein österreichischer Fernsehschaffender, ziemlich berühmt. Über den hofft Josef Bloch auch selber Karriere machen zu können. Aber wie gesagt, die beiden sterben ziemlich plötzlich und das weist ihn darauf hin, dass er eigentlich vom Alter her schon im Zielgebiet angekommen ist und die mit all den Symptomen, die er dann an sich feststellt und zu guter Letzt quasi als Krönung dieses Jahres droht ihm auch eine Operation, bei der es ihm buchstäblich an den Kragen geht. Und der Roman erzählt jetzt auf zwei Ebenen gleichzeitig. Auf der einen Ebene die Geschichte im Krankenhaus, die Operation, auf der anderen Ebene dieses Jahr zuvor. Ich lese da, also nicht wundern, wenn ich während der Lesung mal wieder zurückblättere, an Anfang gehe. Das hat aber schließlich dramaturgische Gründe, dass das Wesen besser erhält während der bei einer Lesung. Es war klar, dass es auf eine Katastrophe hinauslief. Musste es ja. Josef Bloch konnte sich nicht vorstellen, warum ausgerechnet er von den Schicksalsschlägen, die andere in den vergangenen Monaten reichlich getroffen hatten, verschont bleiben sollte. Es war Sonntag. Ihm blieben noch zwei Tage. Gleich nach dem Frühstück stieg Josef in das Zimmer unter dem Dach, um dort seinen letzten Willen zu Papier zu bringen. Bei diesem Zimmer handelte es sich um sein ganz persönliches Rückzugsgebiet, um einen Ort, den er aufsuchte in Zuständen der Verletzung, der Beschämung, der Niederlage oder eben auch, wenn er glaubte, ihm sei nicht mehr zu helfen. Und gerade heute schien es ihm ernsthafter um Leben oder Tod zu gehen als jemals zuvor. Es war ein spärlich eingerichteter Raum, ein Tisch, ein Stuhl, eine alte Couch, ein von Wand zu Wand reichendes Regal mit völlig zerfletterten Büchern, Zeitschriften, Katalogen, zu unterst abgetragenen Schuhen, die er nicht wegwerfen konnte oder wollte. Das letzte Mal, als er in ähnlicher Verfassung wie jetzt an diesem Tisch gesessen hatte, war ihm von dem Verlag, für den er erst freiberuflich als Anzeigenberater, dann als Korrektor gearbeitet hatte, mitgeteilt worden, dass das Unternehmen mangels Liquidität Konkurs anmelden müsse. Von einem Tag zum anderen hatte Josef eine gute und bis dahin beständige Einnahmequelle verloren und es bestand nur eine geringe bis gar keine Chance, wieder an eine Arbeit zu kommen. Schließlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits 58 Jahre alt. Nun hing alles an Ira, seiner Frau, die als Buchillustratorin zwar einigermaßen gut verdiente, jedoch auch den üblichen Risiken der Selbstständigkeit ausgesetzt war, sodass man sich nicht unbedingt zurücklehnen und beruhigt in die Zukunft schauen konnte. Vor ihm das noch leere Blatt Papier, der mit breiter Feder ausgestattete Tintenfüller. Noch zwei Tage, dachte er. Du wirst da liegen und keine Kontrolle mehr über das Geschehen haben. Den Hals werden sie dir auf, wenn nicht aus Unachtsamkeit, durchschneiden. Josef musste unwillkürlich schlucken. Er spürte den anschwellenden Kloß im Hals. Alles hing von einem einzigen Menschen ab. Wenn dessen Hand zitterte, wenn der auch nur eine Millisekunde kurz unkonzentriert wäre, es konnte alles Mögliche passieren. Es kam nicht nur auf die Tagesform, sondern auch auf das Augenblicksbefinden des Schlechters an, auf dessen Gefühls- und Seelenlage. Wehe! Wenn der eine Wut im Bauch hat, weil er vielleicht kurz zuvor erfahren muss, dass ihm seine Frau fremdgegangen ist. Der denkt doch nur an eines, an der Rache nämlich, und du
fast das Pech, derjenige zu sein, an dem er sich ausleben kann. Mit diesen Unwägbarkeiten vor Augen sah sich Josef nachgerade genötigt, sein Testament zu machen. Sicher ist sicher, dachte er. Man weiß ja nie, vor allem dann nicht, wenn man eben ganz genau weiß, dass es einem innerhalb der nächsten 48 Stunden an den Kragen geht. Am Nachmittag ging Josef mit der Frau, mit der er nicht verheiratet war, die er aber trotzdem seine Frau nannte, um den, wie er fand, unverbindlichen Begriff der Lebensgefährtin zu vermeiden, spazieren. Sie kamen wenige Meter vom Haus entfernt aufs offene Feld, von wo aus man bis zu der in einem Kessel gelegenen, kilometerweit entfernten Großstadt sehen konnte, in deren Zentrum er übermorgen auf einem Operationstisch liegen würde, ohne Bewusstsein. Josef fühlte sich einerseits steinalt, andererseits wie ein Kind, das eine ein Körper, das andere ein, wenn man so sagen konnte, Seelengefühl. Dazu passte, dass Ira, als sie an den Kleingartenanlagen entlang gingen, ihm die Pflanzen und Gewächse benannte, wohl wissend, dass er davon nicht die geringste Ahnung, weil kein Interesse, auch keinen Blick dafür hatte, obwohl sie oft versuchte, ihm die Augen zu öffnen. Er sei, so sagte er selbst, ein vollkommener Naturbanause. Er könne mit all dem, Landschaft, Fauna, Flora, nichts anfangen. Von ihm aus könne das alles zubetoniert werden. Früher war er sich stark dabei vorgekommen, wie ein Mensch, der glaubt,